Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Marvin wieder am Start. Heute ein kleines Aufwärmspiel. Marvin erklärt. Ja, jetzt haben wir gerade eins gespielt. War Mike viel zu langweilig. Jetzt machen wir eins, wo ein bisschen mehr ins Schwitzen kommt. Und zwar, wir suchen uns eine Position aus, die sehr atypisch ist. Also die man eigentlich im Game gar nicht nehmen würde. Und zwar zwischen Dreier- und Freiwurflinie. Ungefähr hier, positioniert an diesem Halbkreis. Und das Ziel ist, 10 Treffer zu landen. Pro Fehlwurf machst du 5 Burpees. Ich mach mal ein Burpee vor. Quasi eine Übung, die schon relativ anstrengend wird. Und wer am Ende am meisten Burpees machen muss, hat verloren. So einfach. Schauen wir mal, wer mehr Burpees machen muss. Ich würde sagen, der Mike, der startet, weil er will ja schwitzen, darf er gleich mal beginnen. Gesponsert von Holy Energy mit den Puppies schon. Ich glaube, du bist um einiges fitter als ich. Also zu viele darf ich da nicht machen, weil sonst sterbe ich. Sag ich auf jeden Fall. Also. Wie immer. Das kann ich mir mal rücken kann. Das macht man rücken. Dann machst du das. Das ist ja. Das machst du. Noch zwei. So. Vier Treffer hast du Was?
Ja. Spannung ist groß. Komm mir nicht so scheiße vor. Das ist für echt sau anstrengend, gell? Vor allem du verlierst die Kontrolle über deinen Wurf, du hast keine Kraft mehr, was willst du machen? Das ist auch ein Problem, ja. Ich habe schon mal so ein Spielchen gemacht, da wollte ich auch Sascha Huber herausfordern. Ich habe Sascha Huber den Vorschlag gemacht. So viele Freiwürfe, Liegestützen, wie du schaffst, gell? So viele Freiwürfe darfst du machen. Dann. Okay. Weißt du, das zusammen kombiniert ergibt dann eine Zahl und mit der. Da wusste ich aber nicht, dass der 110 Liegestütze auf einmal schafft. Also, dann dürfte der ja 110 Freiwürfe machen, verstehst du? Dann müsstest du erstmal hinkommen. Wie viel schaffst du? Weißt du das ungefähr? Ein Stück. Schon probiert. Also, ich habe mit solchen Challenges immer ein Problem, weil wenn du. Du kannst ja Liegestütze so machen und so machen, gell? Ja. Ist schon klar, schon was. Also wenn saubere Liegestütze wirklich sauber, dann schafft man eigentlich schwer über 60. Mhm. Und wenn du sie nicht sauber machst, dann kannst du schon an die 100. Also ich schaff's nicht, aber. Das ist mir schon klar, dass Sascha Huber über 100 schafft. Ja. Der macht es ja auch nicht zu 100% sauber. Das sagt er auch immer. Aber er ist schon jemand, der es schon relativ sauber macht, auf jeden Fall. Das ist wahr. Ja. Jedenfalls kann ich ihn da halt nicht herausfordern, weil geht halt. Ich glaube, schafft keiner. Das ist, Leute, wo ich weiß nicht, wie er Freiwürfe wirft. Vielleicht trifft er keinen Freiwurf. Dann hättest du eine Chance, wenn es 60 Freiwürfe trifft und 60 Liegestütze schafft. Das könnte ich nicht annehmen. Auf jeden Fall, ich finde das Spiel hier zum Warmwerden nicht schlecht, aber zum. Wirklich einen guten Wurf kreieren, wieder gar nicht gut, weil du hast ja keinen Wurf. Wenn du mach mal 20 Liegestütze und danach gleich Freiwürfe, du hast keine Chance, Alter. Also ich glaube, was vielleicht bei der Übung cool wäre, wenn man sagt, man macht einen Burpee nach einem Fehlwurf. Dann hast du so ein bisschen, kommst aus dem Rhythmus raus, hast du so ein bisschen Anstrengung, aber 5 Stück, hey, keine Chance. Wirklich, das ist Spiel hat sich übrigens der Marvin ausgedacht. Danke dafür. Ja. Feedback geben. Meine, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike und der Marvin. Tschüss. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Mike. Yo, Mr. Mike. 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 Mike. Mr. Mike. Mike.